Hallöchen und willkommen hier bei Final Fantasy 14 A Realm Reborn. Es ist Patch Day. Das letzte kleine bisschen Patch für die Storyline ist heute rausgekommen. Ist aber in der Hinsicht nicht so tragisch, da wir hier mit den Let's Play Charakteren natürlich noch ein wenig im Hintertreffen uns befinden und ja, so langsam aufholen. Langsam ist gut. Ich soll ihn mit Hallo begrüßen. Hallo Mike. Ja, hallo. Das war die beste Animation von mir überhaupt. Ja, ja. Was willst du auch sagen? Außer, dass ein lustiger Prüfungskampf bevorsteht und dass ich eine halbe Stunde wieder umloggen. Deswegen nehmen wir jetzt noch schnell auf, weil Markus vergessen hat, gestern nachzugucken, sonst hätten wir gestern mehr aufgenommen. Aber das ist halt so, wie er ist, der vergisst gerne Sachen. So, ich soll mich hier jetzt gerade mit jemandem unterhalten und dann Autoübersetzung und ähnliches benutzen. Das habe ich schon hinter mir. Das ist vom Level anscheinend nicht identisch in den Städten. Nö, die Quest habe ich schon länger, ich war nur nie in seiner Nähe. Der ist doch gleich daneben. Ja, der ist in Gridania, ist der im Keller. Und ich bin nicht in den Keller gerannt von der Abenteurergilde. So, ich soll jetzt hier in den Chat, dann mit Tab das Menü öffnen, dann auf Begrüßung und dann auf Hallo. Und das ist dann die multinationale Anrede. Wenn man jemanden begrüßen möchte, macht es in der Hinsicht etwas einfacher. Ich dachte, wir Franzosen auf Französisch, für den Deutschen auf Deutsch, für den Engländer genau. Auf Englisch, für den Spanier auf Spanisch. Und für den Türken steht da Döner. So, das war rassistisch. Juhu, Rassismus. Nein, für den Türken würde da Englisch stehen, weil es keinen türkischen Klienten gibt. Es gibt doch keinen spanischen Klienten. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ist auch egal. Na, jetzt darf ich dem Mann hier noch sein Luftschiff-Ticket geben, damit er auch fliegen darf. Ey, war fein, ich fände sie auf Spanisch als Standard hervor, das würde ich voll lustig finden. So, jetzt soll ich ihn mit einem multinationalen Schuss verabschieden. Interessant, dass Tschüss unter Begrüßung steht. Hast du gesehen übrigens, dass Gilde nicht bei FC heißt jetzt im Chat, sondern FG? Nein, habe ich nicht, aber das ist ja mal logisch. Wir haben das ein bisschen unlokalisiert, ist denen halt irgendwann mal aufgefallen und keiner hat es irgendwie gesagt. Ja gut, das ist ja dann praktisch. Ich bin aber trotzdem irgendwie noch an FC gewöhnt, wenn ich im Chat schreibe. So, ich mache jetzt mal meine Level 15er Druidenprüfung. Map. Otztwald. Ja toll, den Ätheriten habe ich noch nicht freigeschaltet. Dann rennen wir doch über den tiefen Wald da mal eben rüber. Auf jeden Fall schauen wir mal, was uns dort erwarten tut. Dann werde ich dann irgendwann bei Chance noch meine Quests im Nordwald machen. Da habe ich mir auch noch so ein paar, die ich nicht angefangen hatte. Wenn ich mir hier gerade einen kleinen Schluck Kaffee genehmige. Und was läuft bei dir so in Ulda? Ach, hier wird gerade ein Deal abgeschlossen. Ein Deal? Worüber denn? Was ist der Inhalt? Eine gestohlene Krone von der Königin. Ach, von der Sultana? Oder von wem? Oh. Soll das Ei von Leia suchen als nächstes. Der Eierdieb. Da wurde ja ein Schokobo-Ei entwendet. Jetzt habe ich Schluck auf. Ganz ideal. Bußperiger habe ich an. Machen wir mal nochmal Protest. Damit ich mich auch beschützt fühlen kann. So.
Was? Kann ich was fühlen? Mich, dann kann ich mich beschützt fühlen. Protestiert. Ich protestiere auch. Damit ist man nicht protektiert, sondern protestiert. Obwohl, wir sind doch Level 15, ne? Zumindest ich. Ich weiß, du bist wahrscheinlich 16 oder 17. Ich bin bald 12. Ich bin fast 12. Echt jetzt? Ich jung. Man braucht das Geld. Wir könnten rein theoretisch die nächsten Gildengeheiße machen gleich. Gibt ja Level 15 wieder welche. Theoretisch. Terroretisch, meinst du? Terrorismus. Davon distanzieren wir uns natürlich. Von Terrorismus distanzieren wir uns natürlich. Genau, weil wir politisch korrekt sind. Ja, natürlich. Könnt ihr vergessen, das sind wir nicht. Der Zug ist, glaube ich, abgefahren und das wissen auch alle, die das hier schon mehr als einmal geguckt haben. Mit dem, das steht dann auf Döner. Ja, ja. Das ist weder rassistisch noch sonst was, denn ich esse mehr Döner als fast jemand anders, glaube ich, auf der Welt. Und ich bin kein Türke. Eben mal etherisieren. Markus isst immer Pizza. Genau. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich sehr gerne nach Italien fahre im Urlaub. Das sagt er jetzt nur so. Jetzt hat er gesagt, Rom ist kacke, ich habe ins Kolosseum gekackt. Ja, natürlich, natürlich. Ins Kolosseum gekackt. Genau in die Mitte, damit das auch auffällt. Genau. Ich habe die Cloaca Maxima wieder ins Leben gerufen, ne? Cloaca Maxima, genau. Na, ja, falsche Taste. Da habe ich die falsche Tastaturbelegung noch im Kopf von meinem Druiden auf meinem Mancher. Da habe ich die Tasten noch schon etwas umgelegt, weil ich ein paar Fähigkeiten mehr habe. Das hatte ich gerade ein wenig verdrängt. Wodurch ich dann den, anstatt Schaden zu machen, auf einmal meine Gruppenheilung gespammt hatte. Aha. Äußerst interesting. Ja. Ich habe heute Hipsters gesehen, wieder mal. Was? Ja, beim Einkaufen vorhin. Und ich mag keine Hipster. Was ja kein Geheimnis ist. Wie kann man denn keine Hipster mögen? Das ist doch voll Mainstream. Hipster zu mögen, ja, das ist Mainstream. Siehe Galileo. Funda Van Roy hat ja den Swag. Der andere sieht doch auch voll aus wie der Hipster. Das ist doch irgendwie alle so leicht in die Richtung. Mag halt keine Hipster. Das ist halt einfach so. Nicht nur du. Verarschen ja im Prinzip alles, was denen gerade in den Sinn kommt. Und dabei weiß man nicht mal, ob sie die Verarschung noch als Verarschung meinen, ob sie es ernst meinen. Das ist das Dumme bei Hipstern. Das sind sowieso, ja, sagen wir mal, Menschen. Vor allem, weil sie nicht mal wissen, was für Abkürzungen sie da teilweise verwenden. Die denken, das heißt das, was sie sagen. Ja, Swag steht für cool angeblich, oder nein, für Coolness. Hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Denn? Ja, richtig. Man kann nicht Definition ändern, nur weil man sich einen komischen Undercut macht und auf einmal eine Nerdbrille trägt. So läuft das nicht in der Welt. Jo. Ich muss hier mal gleich wieder wahrscheinlich irgendwie die halbe Welt retten, als Druide. Irgendwas ist unrein geworden. Na, nur den Wald. Ja, stimmt. Stell dir mal vor, du schickst einen Druiden in die Wüste. Das Einzige, was der kann, ist mit Feuer um sich werfen. Nein, Druide kann nicht mit Feuer um sich werfen. Ja, ist aber auch ein Element. Aber er stimmt, ist nicht die Natur. Was könnte er denn dann in der Wüste? Vielleicht Wind. Oh, wenn er Glück hat. Die Musik von den Maskierten. Ich wollte beinahe den Namen von denen gesagt. Hätte ich dich zur Not einfach gemutet in dem Moment. Hättest du gar nicht mitgekriegt, weil du gerade selber gefaselt hattest. Nein, ich meine, dir hätte ich deine Tonspur gemutet. Genau.
Na, was beschwörst du denn jetzt? Ich soll nicht mich heilen, ich soll den Soldaten heilen. Auch gut. Ich beschwöre gar nichts. Ich meine hier den Kapuzenheini mit der Maske. Ich wollte schon beinahe wieder den Namen sagen. Ich muss Der mir gerade echt Kapuzenmann. verkneifen, weil ich ja weiß, wer und was sie sind. Der Kapuzenmann. Ja, wie willst du ihn sonst beschreiben? Der Mann in Schwarz, so wie ich ihn letztes Mal genannt hatte, noch Das kurz. ist rassistisch! Das, was ich fast gesagt hätte, wäre rassistisch gewesen, Was hast du ja. denn gesagt? Was hättest du denn fast gesagt? Mir ist fast der schwarze Mann Das ist nicht rausgerutscht. rassistisch. Der schwarze Mann hat eigentlich nichts mit der Hautfarbe zu tun. Ja, aber es ist etwas. Es geht eher darum, um die Kleidung und dass er in der Finsternis war. Also das ist eigentlich der Hintergrund vom schwarzen Mann. Nicht, dass er schwarz wäre. Echt? Nein. Ja, voll scheiße. No shit, Sherlock. Alter, muss ich jetzt alleine gegen den kämpfen und seinem blöden Gargoyle? Ach ja, ich weiß ja, was dann gleich nachher bei mir kommt oder in Ja, den Zukunft bei Gargoyle mir kenne ich kommt für einen persönlich. Kampf. Na egal, ich bin ja ein Held und ein Tank. Also kämpft man in Uldar gegen einen Gargoyle, okay? Nicht nur. Diese Stärke ist unerwartet. Du sollst gleich was sehen, wenn ein Gargoyle platt ist, Freundchen. Er kriegt mich nicht, ich block alles ab. Oh, die Prüfung des Wassers. Ich soll jetzt hier. Ach, Tankriel, du alte Nase, du kommst hier doch noch. Ja, dann mache ich mal meine Prüfung hier, ne? Welche Prüfung? Die Prüfung des Wassers. Des Wassers. Wasser! Prüfung des Wassers! Wasser! 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 Wasabi! Wasabi! Wasabi-Küche. Ach ja, das war der kranke Kram. Ich erinnere mich daran. Sorry für den kurzen Dies ist nicht die Frame-Einbruch. Kraft eines Sterblichen. Was hättest du wohl gern? Ich bin kein Gott. Obwohl, dann kriege ich eine eigene Kirche und bin unendlich reich. Hey, ich bin Gott, gib mir Geld. Das war gerade Ja. politisch sehr korrekt. Hey, man kann ja auch mal Christenwitze machen. Bändige die jungen Antilopenböcke. Ich erinnere mich noch daran, dass ich damals geheilt habe, als ich die das erste Mal gemacht habe. Das aber überhaupt nicht keinen Sinn macht eigentlich. Weil wenn, dann musst du Single-Target heilen, Gruppenheilung klappt nicht, wenn ich nicht bei denen in der Gruppe sind. Deshalb einfach mit Schaden machen, Punkt. Und gegebenenfalls dann mal heilen. Mein Gott, der hat Aquara, das Wasserhexagon. Ich werde ja nicht mehr. Ach, das war nur ein Scherz, wenn ich dich wirklich beobachtet hätte, wäre ich nicht so spät gekommen. Da hat er allerdings recht. Tankred, der olle Sausack. Ich mag Tankred. No, der ist lustig. Ja. Aber recht hat er recht, wenn er wirklich zugeguckt hätte, wäre er wohl nicht so spät aufgetaucht. Das war ganz schön spät eigentlich. So,
alle überleben aller Voraussicht nach. Und die Antilopenböcke sind auch besiegt. Das ist doch schon mal erstrebenswert. Natürlich auch die Prüfung des Wassers erfolgreich bestanden. Jetzt habe ich schon Erde, Wind und Wasser. Wasser. Mhm. Was? Wie lange ist schon die Aufnahme? Seit 15 Minuten. Ja, da können wir 5 Minuten dranhängen. Haben wir jetzt einen Timer gestellt. Ich habe einfach mal wirklich auf die Uhr geguckt. Tja, und Sylphie geht hier zu Boden. Ich habe Pech gehabt. Sylphine. Oder nicht? Die Sylphine. Nee, Sylphine. Sylle, kapierst du? Nein. Wie Sylle, Mann. Ach so. Wir haben eh schon türkischen Witzen waren. Na, obwohl, den habe ich auch die Christen durch den Kakao gezogen. Muss ja auch mal sein. Politische Korrektheit haben willst, dann muss man öffentlich-rechtliches Fernsehen gucken. Da fassen die aber echt Knibel auf jeden Quatsch auf, habe ich das Gefühl. Man könnte ja irgendjemanden auf den Schlips treten. Aber das Problem auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist langweilig. Nein, das ist nicht nur. Ja, das vielleicht in zu 90% der Fälle auch oder zu 99%, aber es ist viel zu häufig auf Twitter oder so, dass wenn da irgendwie ein halbwegs doppeldeutiger Kommentar losgelassen wird, dass dann irgendwie sofort das halbe Internet einen Shitstorm loslässt auf die Twitter-Seiten. Von wegen, das kann doch nicht sein. Wo man sich nur so denkt, ja. Nö, und so. Ich habe dir nicht so gerade zugehört, weil ich gerade den Text lesen musste. Oh, synchron. Ach, mir erweist sie die Ehre, das ist aber nett. Das ist schön, ne? Alle knien nieder, nur ich nicht, ich bin zu cool dafür. Richtig. Jo. Jetzt noch hier eben mit der Guildmeisterin sprechen, dann weiß ich auch, was Mann, weitergeht. Wie geil sie einfach manchmal redet, die kleine Nanamo Markus. Dafür möchte ich mich erkenntlich zeichnen. Man reiche ihr die Belohnung. Ja, was kriege ich denn? Ah, 3,50, Dankeschön. Kann ich jetzt dem Seemonster geben? Das ist immer doof, wenn man dann irgendwo den Preis 3,50 hat und dann irgendwie gibt man diesen Kommentar ab, Nessie, du kriegst mein Geld nicht und keiner weiß, wovon du redest. Doch, das habe ich schon öfter mal mit Pennyhörser gebracht, da mussten die Leute mal lachen. Weil man das so laut denkt, so voll unabsichtlich. Neues Gier! Gier. Ich hab jetzt einen. Yay, und ich hab einen neuen Skill. Den Wasserstrahl. Nicht Blubstrahl, sondern Wasserstrahl. Nun gut. Für heute ist leider unsere Zeit rum. Deshalb bleibt mir an dieser Stelle nicht mehr viel zu sagen, als wir sehen uns in der nächsten Folge. Haltet euch wacker in diesem Sinne.
bis dahin und reingehauen. Tschö. Tschüss. Und ich darf gleich noch zum Bankett, aber das machen wir erst wieder, wenn wir wieder aufnehmen. Ach so, ja. Ja. Tschö.